can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take the words and walk away. Der unendliche Weg auf den Gleisen. Mann, wollt diese Scheißwelle hier verlassen? Ich hab keinen Bock mehr. Nee, das eigentlich schon nicht. Aber ich will endlich mein Haus upgraden können. Muss gucken, jetzt dann ist geschlossen, deswegen. Nur weil sie ihre scheiß Gymnastik macht, kann ich mein Haus nicht mehr ausbauen. Jungs, ich kriege eine Krise hierbei. Mädels. Unfassbar einfach nur. Unfassbar. Diese Arbeitseinstellung unterstütze ich in keinsterlei Weise. Sag ich einfach mal so. Maru geht hoch. Was auch immer die da machen möchte. Ich bin gerade ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich bin heute relativ früh aufgestanden, weil ich eigentlich aufnehmen wollte heute früh. Und dann habe ich eigentlich den ganzen Morgen nur gerendert. Naja, produktiv zu sein kann auf viele Weisen heißen, was zu machen, ne? Egal. Morgen werde ich wahrscheinlich nicht viel später schlafen gehen. Ist das... Stimmt, eigentlich wollte ich ja noch mit Lea sprechen. Voll vergessen. Chichi. Die hat nur bis 6 Uhr offen, ne? Robin hat nur bis 6 Uhr offen, glaube ich. Dementsprechend nützt es auch nichts mehr. Kann es sein, dass es jetzt viel früher dunkel wird? Im Herbst? Das ist ja richtig cool gemacht. Hab mich gar noch nie darauf geachtet, aber es ist wirklich so. Ich hoffe, ihr ist noch offen. Ich habe nämlich ein Geschenk. Auch kein alter Freund, Lea. Was ist das? Och, Manu. So. Dann hätte ich die mal. Wie lange dauert das? 5 Tage, 4 Tage, 4 Tage. Okay. Die Sachen bringe ich alle mit. Wenn es dann soweit ist. Und dafür, extra nur dafür, richte ich jetzt Dünger an. So, nein. Da kriegen wir bessere Sachen dabei raus, ne? Macht, glaube ich, auch Sinn an dieser Stelle. Hätte mir auch direkt mehr kaufen sollen, nicht nur diese Sachen hier. Wie viele Sprengelanlagen habe ich noch drinne? Dann müsste ich mich nämlich letzten Endes nicht mal groß darum kümmern hier. Das wäre auch nice. 2 Sprengelanlagen, das heißt 8 sind abgedeckt. Krass, nice. Bin ich happy mit. So. Da muss ich halt nur eines gießen. Und das packe ich am besten einfach. Oh, ich habe das Ding nicht dabei. Weder die Gießkanne noch das, die Hacke. Die Feldhacke. Egal. Doch, die Gießkanne habe ich sogar dabei. Krass. Dass ich noch an etwas denke. Ich alter Sack, ich krieg die Krise, wenn ich älter werde. So. Dann wieder runter. Und dann... Ups. Das wäre nicht so schlau, wenn das geklappt hätte. Hier. Dann hier. Dann hier noch. Und hier. Und in die Mitte kommt die Sprengelanlage. Und auch hier nochmal eine. So. Moment, war kurz... Ach. War ziemlich unüberlegt, weil da kommen ja noch die Vogelscheuchen, ne? Egal. Vorerst reicht es. Ich werde auch gleich noch mehr anpflanzen hier. Aber jetzt halt heute noch nicht. Ich habe zu wenig Seeds gekauft dafür. Oh Mann, ich habe vergessen, den Dünger auszustreuen. War kurz, bevor ich es beim Rest noch vergesse. Und dann hier noch. Und wir am besten auch gerade noch. Gut. Dann hier noch Weizen. Hier noch Weizen. Eine Oberschiene. Noch eine Oberschiene. Noch eine Oberschiene.
Das hier. Das hier. Und das hier. Auch wenn man bei Nacht kaum was sieht, aber egal. Diese wässern. Diese wässern. Und das kann ich auch einzeln wässern. Dann diese wässern. Das wässern. Und das hier. So. Gute Nacht, Feld. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Viel erledigt heute nicht. Ja, heute könnte mein Haus, oder morgen könnte mein, morgen könnte mein Haus anfangen, ausgebaut zu werden, aber nein. Robin war ja nicht zu Hause. Jetzt kriegen wir halt den Platzmangel wieder. Ihr seht schon, die nächste Truhe ist auch schon wieder fast voll. So. Egal. Wenn es heute nicht klappt, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Und die Sonne scheint natürlich schon wieder. Ich krieg die Krise. Es soll wohl einfach nicht sein, der Regen. Es soll einfach nicht sein, ich weiß es doch. Na, 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 na. So. Und so. Gut, dann hier noch. Tack, tack, tack. Tack, tack, tack. So. Hätte ich eigentlich auch einzeln gießen können, da ist ja nicht mehr vertreten, ne? Dass dieses eine Säppling. Hier. Schön noch gießen. Ja, dann haben wir es jetzt schon fast wieder gemacht mit dem Gießen, ne? Heftig. So, Alex gegossen wieder. Wir haben noch relativ was an Energie. Den Ahornsirup oder was das ist, nehme ich ja mal mit. Und was kostet das Ganze eigentlich? 40 Holz und 2 Copper Bars. Was, wenn ich den Baum hier fälle? Kriege ich das dann raus? Ach, so. Und dann kann ich das nämlich direkt an einen anderen Baum setzen. Irgendeinen Baum, an den es sonst noch geht. So. Kann ich nämlich warten, bis das fertig ist und die Collection abschließen nachher. Wie lange das auch immer brauchen wird, ich weiß es nicht. Aber dann haben wir wieder eine Collection fertig. Das ist auch hier schon mal was Gutes, ne? So. Gut. Er soll dann auch noch das abwarten. Das wird ein paar Tage dauern, glaube ich. 2-3 Tage oder so. Dann ist es fertig und dann können wir das ernten wieder. Diese idyllische Musik. Immer wieder ein Genuss. War kurz zwei Sachen, die ich noch hier lassen kann. Und dann jetzt ab zu Robin. Bis ich nämlich oben bin, dürfte die Zeit gekommen sein, dass sie offen hat. Und ich will jetzt wirklich direkt am Morgen bei ihr sein, bevor sie dann wieder irgendwelche dummen Ausreden hat, dass sie wieder im Gymnastik oder sowas ist. Oh, da kriege ich echt die Kopfschmerzen bei. Während der Arbeitszeit sowas machen, nicht verständlich. Einfach nicht verständlich. Ich meine, die Zeiten sind ja so schon beschränkt genug. Aber dann kann man sie erst recht nicht mehr einschätzen. Oh Mann. Da könnte ich heulen bei. Ach. So. Der Wind. Man hört ihn aus der Ferne. Sweatsey. Shit. Wisst ihr, was das bedeutet? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es bedeutet nämlich, dass heute der Laden geschlossen hat. Yay. Geil. Also nicht der hier oben. Hi there. Upgrade house. I can increase the size of your house and add a kitchen.
It will cost $10,000 gold, and you also need a provider of wood. Are you interested? Yes. Thank you. You'll get started tomorrow. I'll get started tomorrow. You should be finished in around 3 days. Okay. In etwa 3 Tagen ist es fertig. Das ist ganz akzeptabel, finde ich. Wir haben jetzt das Holz weg. Wir haben alles weg. So. Gut. Was könnten wir heute sonst noch machen? Wir können angeln gehen, natürlich. Und sonst so. In die Mine, natürlich. Wir können in die Mine gehen, ganz klar. Sollen wir in die Mine gehen? Es lohnt sich halt trotzdem immer noch, ne? Und Pias hat jetzt wahrscheinlich zu. Kann ich darauf wetten, ne? Yep. Verkaufe ich morgen halt die Seeds. Ich will nämlich jetzt nicht extra, nur damit ich Seeds habe, rüber ins Yuya gehen, weil da kostet es dann zu viel. Auch wenn es mich dann jetzt vor halt einen Tag kostet, aber... Egal, was ist ein Tag, schon mehr oder weniger. Wir haben ja erst den 10. Von daher sollte noch kein Problem darstellen. Ne? So. Ich will ja immer noch diesen Feuerquarz finden. Da habe ich echt gerade mega Lust drauf, dass ich das finde. Deswegen erstmal ins Spa auf jeden Fall. Und nachher in die Mine. Wir haben ja jetzt auch viel Zeit. So. Okay, wieder umgezogen. Dann ist es nur noch eine Sache der Sekunden, bis ich wieder volle Energie habe, wieder ready bin to fly und dann ab in die Mine eintauchen kann. Da freue ich mich schon persönlich mega drauf. Es ist natürlich auch immer ein Vergnügen. So. Und wir sind voll. Raus geht's. Ich frage mich immer noch, ob das eine Unterhose oder ein Zensierbalken ist da. Aber wie gesagt, ich nehme an, dass das eine Badehose ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass da nackt baden geht, während nebendran noch eine Weiber- oder ein Weiberbad ist. Ja, glaube ich nicht. Ehrlich gesagt. Ich habe jetzt schon wieder eine Weile lang kein Walking Dead mehr geguckt. Fällt mir so spontan auf. Ist keine schöne Sache. Ich will wieder Walking Dead gucken. Ich bin echt gequält hier, Leute. Naja. Was es auch immer soll. Tut ja nicht groß was zur Sache. Ich hätte echt zu Hause noch die Steine nehmen sollen und nochmal so einen Durchgang bauen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Hier die Matrius. Mit dir kann ich auch nochmal labern. Na? You're probably growing a lot of interesting plants in on your farm, huh? Ja, das ist das Ziel eigentlich. Wann hat eigentlich Lea Geburtstag? Die dürfte auch demnächst Geburtstag haben. Will die natürlich beschenken. Ich weiß, dass Hallie im Winter hat. Habe ich nämlich nachgelesen. Schon wieder so ein behinderter Geist. Ich krieg die Krise. Fuck mich nicht ab. Kleines Schlossgespenst. Och, und da kommt direkt... Ich glaub's ja nicht. Als ob die eine Verschwörung gegen mich hier führen. Das Problem ist, ich finde die überhaupt nicht stark. Das heißt, so ist es nicht. Aber sie gehen einfach richtig auf den Sack, wenn man hier schnell durchrushen will, nach unten. Und das Problem ist halt, sie sind kaum tot zu kriegen. Der hat mich jetzt nicht mal getroffen, lol. Weißt du was, Almi, ich habe keine Lust mehr auf dich, weil du einfach immer so weit wegfliegst. Öde macht mir gar keinen Schaden. Ah, doch jetzt.
wohl einfach nicht stehen bleiben, wenn der mich trifft. Boah, Alter, guck mal, wie viel Leben ich schon verloren habe. Wegen diesem behinderten Geist. Der ist schuld an allem. Och, guck mal, wie viel der mir zieht. Das ist so unglaublich. So ein behindertes Vieh. Also, die Geister, die sind einfach nur nervig. Tut mir leid. Das sind nicht mal starke Gegner. Das ist das Problem. Wenn es starke Gegner wären, es eine Herausforderung geben würde, dann wäre es was Cooles. Aber das gibt es eben nicht. Das ist das Problem. Sie sind langsam, schwach, haben keine Verteidigung. Absolut gar nichts. Sie machen vielleicht ein bisschen Damage, wenn sie dich mal treffen. Das ist aber genau die Schwierigkeit dahinter. Sie treffen dich im Normalfall nicht, wenn du es nicht zulässt. Es sei denn, es kommen jetzt 10 Geister auf einmal, dann wäre es vielleicht noch schwer. Piss dich einfach, du behindertes Schlossgespenst. Ich hab keinen Bock auf dich. Ohne Witz, ich hab so gar keine Lust auf dich. Ich bin immer noch auf 66. Ich krieg keine Scheißportale. Das ist der Vorteil, wenn man von einer 10er-Zahl weg will. Oh, Mann. So eine Missgeburt. Ich krieg echt noch eine Krise wegen diesen behinderten Geistern. Öl war letztes Mal die 67, nicht dieses Slime-Dings. Ja, dreh dich halt. Perfekt. Danke. Oh, weiter runter. 68. Wir haben es bald. Verpiss dich einfach. Ich habe langsam keine Lust mehr. Du machst mich echt aggressiv, du behinderter Geist. Du kriegst es wieder hin. Ich habe es geschafft, jetzt so lange nicht aggressiv zu werden. Dann kommt dieser behinderte Schlossgespenst. Ja, er dreht sich auch immer. Das ist unglaublich. Und du solltest dich echt langsam verpissen. Ich krieg eine Krise wegen diesem Vieh. Aus mit den behinderten Geistern. Hashtag weg damit. Egal. Ich sehe schon das Portal auf 69 runter. Ich reg mich jetzt nicht auf. Alter, 9 Damage zieht der mir. Ich krieg die Krise. Und da kommt er direkt noch einmal. So, 69. Schaffen wir die 70? Ich weiß es nicht, aber es ist echt kritisch manchmal, wenn diese behinderten Geister kommen. Am Anfang dachte ich noch, das sind irgendwelche Endgegner, aber die sind einfach so scheiße schwach. Die ziehen einfach zu viel Damage, dafür, dass die so schwach sind. Und sie nerven einfach. Sie nerven unglaublich. Wenn sie nicht so langsam wären, dann wäre es eine Sache. Aber das sind sie halt. Ach, Manno. So. Weiter geht's. Wir wollen die 70 erreichen. Und wir werden es hinkriegen, auch wenn die Energie gerade echt down ist. Ich kann es nur hoffen, dass ich es schaffe. Aber ich habe echt ein schlechtes Gefühl dabei. Oh Mann. Vielleicht habe ich irgendwo einen kostenlosen Gang. Ich weiß es nicht. Oh, da unten sind Fledermäuse. Da werde ich bestenfalls nicht hin müssen. Du kannst nichts. Okay, die erste Fleder... Nein, jetzt kommen zwei. Das wird hektisch. Das wird witzig. Das kann jetzt echt eine coole Erfahrung werden. Mann, weil ich einfach auch so low bin und nichts zu futtern dabei habe. Geil.
Warum habe ich nichts mitgenommen? Ich hätte was kaufen können. Das Geld hätte ich dafür. Oh, es öffnen sich kein Portal und hier kann ich auch nichts von essen, von dem Loot. Wäre cool, wenn ich was essen könnte. Komm, stirb. Ich habe keine Lust auf dich. Ich will in die 70. Schön eingepackt, ne? Könnt was machen, was ihr wollt. Werdet hier nicht durchkommen. Sterbt jetzt einfach alle. Sehr schön. So kann es von mir aus immer zu und her gehen. Hardwood. Ich muss sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Lehm, das ich habe. Davon habe ich nämlich momentan zu wenig. Und dasselbe gilt auch für die Energie. Sparmaßnahmen müssen eingerichtet werden, Leute. Die 70. Wir haben die 70 und eine bessere Steinschleuder, auch wenn ich immer noch nicht weiß, was ich hier mitmachen soll. Master Slingshot. Och, Leute, wir haben die 70 gereicht. Gehen wir hoch in die 0. Noch 10 Stockwerke und dann dürften wir da sein, wo wir hin müssen. Oh, Leute. Ich bin so glücklich gerade. Die 70 erreicht. Schön, schön, schön. Ich bin glücklich, Leute. Ich bin glücklich. Bald haben wir die 80. Und dann kann Gold gefarmt werden. Nice. Oh. Ja, ich werde auch bald die Aufnahmesession beenden. Vielleicht, ja, ich glaube, ich beende sie, wenn ich dann schlafen gehe. Das Haus startet ja jetzt dann sowieso mit dem Ausbau und allem. Ne? Und sobald der Ahornsirup fertig ist, können wir die nächste Collection abschließen. Dann sind wir schon bald in diesem Raum auch fertig. Der Dingsraum müsste sowieso bald fertig sein, sobald wir diesen Fire Crystal finden. Ah, schön, schön, schön. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich mal meinen, wenn euch die kleine Aufnahmesession hier gefallen hat, dann streckt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Würde mich mega freuen. Und ja. Ich gehe jetzt erstmal schlafen hier. In-game erstmal. Und dann mal gucken, wahrscheinlich auch direkt im Real Life. Ich bin saumüde heute. Wie gesagt, bin relativ früh aufgestanden, auch wenn wir erst 5 vor 11 haben. Aber, ja. Man muss ja nicht immer lange wach bleiben, ne? Wie sieht's morgen aus? It's going to be cloudy. Ja. Dann ist morgen eigentlich immer noch gutes Wetter. So. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und